Guten Tag, mein Name ist Christian Kassler, ich bin Programmierer und habe das Programm geschrieben C zu Delphi-Konverter. Das will ich euch heute kurz vorstellen. Und zwar könnt ihr damit Programme in der Sprache C konvertieren in so Delphi bzw. Pascal. Ich habe jetzt hier einmal ein Beispielprogramm hier aus dem Internet einfach runtergeladen. So, ich klicke jetzt einfach mal hier auf Konvertieren. So, jetzt habe ich hier den konvertierten Quelltext. Also er versucht so ziemlich alles, was er so automatisch konvertieren kann, eben umzuwandeln. Zum Beispiel hier die Typendeklaration. Natürlich muss ich jetzt hier zum Beispiel noch bei int, das kennt natürlich Delphi nicht, das kann ich dann natürlich oben zum Beispiel nochmal definieren. Hier oben meinetwegen type int gleich integer. Ich muss natürlich hier auch auf jeden Fall nachbearbeiten, das ist klar. Aber er hat halt so den Syntax und so, setzt er halt hier oben zum Beispiel jetzt hier bei der if-Abfrage eben aus den geschweiften Klammern eben Beginn, End wird zum Beispiel, dass Sachen wie plus plus zum Beispiel umgewandelt wird. Dafür hat er dann hier zum Beispiel, tut er hier eben eigene Prozeduren anlegen oder beziehungsweise Funktion anlegen dafür, die dann eben zum Beispiel diesen Wert erhöhen und das dann als Resultat zurückgeben, weil das kennt ja in dem Sinne der normale Inc-Befehl in Delphi nicht. Eventuell muss ich dann halt hier nochmal gucken, dass ich mir eine Kopie der Funktion mache und hier vielleicht den Datentyp vielleicht nochmal anpasse oder so, falls das notwendig ist. Ja, ich habe das Programm vor allem aus Eigenbedarf auch geschrieben, weil ja im Internet sind ja viele Open-Source-Quelltexte zum Beispiel oder irgendwelche Quelltexte, die sind oft in C geschrieben, eben im einfachen C, nicht C++, weil es eben auch dann auf allen möglichen Systemen kompiliert werden soll. Und manchmal hätte man ja sowas gerne mal in Delphi, um es dann im eigenen Programm zu verwenden. Jetzt kann ich hier eine Liste machen mit Ausdrücken, die nicht als Typ interpretiert werden sollen. Und hier füllt er beim Konvertieren jetzt schon mal eine Liste mit Ausdrücken, die als Datentyp hier interpretiert, die er dann praktisch auch als also sozusagen den Syntax hier ändert. Zum Beispiel jetzt hier, das ist Original, dann würde er jetzt hier halt das UIND beim Konvertieren hier hinterstellen mit einem Doppelpunkt. So, und hier kann ich halt angeben, bei welchen Datentypen das halt passieren soll, bei welchen auch nicht. Ich kann hier ein Include-Verzeichnis wählen, das heißt, das Verzeichnis, wo er dann gucken soll, wenn jetzt hier Include-Dateien sind, dann kann er die auch mit abarbeiten. So, zum Beispiel hier die Deflate Include-Datei hier, würde er dann dort suchen. Er kann es nach dem Konvertieren automatisch speichern. Er kann bei nicht gefundenen Include-Dateien eine Fehlermeldung anzeigen. Er kann auch Include-Dateien nach dem Verarbeiten als Passdatei speichern. Und jetzt kann man hier, da hat man hier den Haken, alle gefundenen Ausdrücke automatisch zur Typenliste hinzufügen. Das heißt, die wird dann automatisch gefüllt. Man kann auch das deaktivieren und hier direkt alles reinschreiben, was er als Typ interpretieren soll. Das heißt, das Programm hier, das versteht natürlich nicht alles hundertprozentig von diesem C-Quellcode. Das ist im Prinzip
Nicht, es ist nicht wie beim C-Compiler oder so, dass der jetzt jeden Datentyp hundertprozentig versteht oder so, sondern eben ja, für ihn reicht es jetzt einfach erstmal, wenn er den Syntax sozusagen ändert. Die Datentypen muss ich dann selber hier, wie gesagt, hier oben definieren. Also es wird auch immer wieder irgendwelche Nachbearbeitungssachen geben, die ich noch nachbearbeiten muss, aber ich sage jetzt mal, den größten Teil vom Algorithmus werde ich gut konvertiert bekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich selber einen C-Quelltext konvertiere. Erstmal, das dauert es natürlich ewig. Und zweitens mal schleichen sich immer kleine Fehler ein, die ich dann stundenlang wieder durch Debuggen suchen muss. Und wenn ich mit dem Programm hier konvertiere, habe ich zwar auch ein bisschen Nachbearbeitungsbedarf, weil er eben nicht alles versteht, aber der Algorithmus funktioniert dann eigentlich relativ, also eigentlich problemlos, nachdem ich dann die Sachen nachbearbeitet habe, die eben der Delphi-Compiler dann noch bemängelt. Das heißt, ich habe dann nicht das Problem, dass ich dann den Algorithmus an sich vielleicht noch stundenlang debuggen muss, weil ich irgendwo einen kleinen Faselfehler beim Konvertieren irgendwie reingebracht habe. Das ist der große Vorteil eigentlich dieses Programms. Wie gesagt, das habe ich eigentlich mehr oder weniger für mich selber geschrieben. Hier hat man halt jetzt noch ein paar Optionen. Ich mag halt die klassischen Farben, weil ich schon mit Turbo Pascal angefangen hatte damals. Kann ich ja die Farben festlegen. Einfacher hier bearbeiten, kopieren, einfügen, löschen, rückgängig machen, Funktion. Hier habe ich Öffnen, Funktion und Speichern, Funktion. Hier habe ich eine Batch-Konvertierung auch, wo ich mehrere Dateien auswählen kann. So, jetzt werden die hier nacheinander konvertiert. Er fragt natürlich hier auch immer nach, ich mache das natürlich jetzt nicht richtig, ob irgendwas als Typ zum Beispiel interpretiert werden soll oder nicht. Ich kann hier natürlich noch die Sprache ändern. So, das waren eigentlich so die Möglichkeiten des Programms. Ich hoffe, das hilft euch, das Programm, und ihr fandet das Video gut. Dann abonniert den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe ja über 200 Programme auf meiner Webseite und stelle jetzt ja auch regelmäßig Programme vor. Dann bis zum nächsten Mal.